Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Origins zu Part 50. Und wir machen jetzt bei der Seeschlacht hier weiter, wo wir auch aufgehört haben. Und let's go! Wir werden angegriffen! Sagt es denn! Rudert schneller! Achtung! Wir werden angegriffen! Oh, wisst ihr was? Geht doch. Junge, hört. Oh, komm. Ja, was die für eine scheiß Schusskraft haben, Alter. Was soll denn? Was soll denn der Scheiß mit ihrer scheiß Schusskraft, was die da haben, ey? Fahrt an! Normale Fahrt! Ja, müsste es die hier eigentlich nachlädt, Alter, wie das? Das beim Nachladen ist hier, ey. Ja, nicht gut. Normale Fahrt. Erhöht die Schlagzahl. Ja, schön, ey, so langsam wie das Ding beim. Guck mal, wie langsam das Teil beim Nachladen. Ey. Na, wartet, Freunde, jetzt reicht's. Mist, das hat gesessen. Und jetzt. Das Bärenbeschuss. Müssen was tun? Haltet diesen Pestbeulen! Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe! So, weg mit den Pennern jetzt raus. Normale Fahrt! Erhöht das Tempo! Wir werden angegriffen! Getroffen! Verdammt! Wir werden angegriffen! Im Rhythmus bleiben! Hey! Leute! Echt! Ihr verarscht mich doch jetzt gerade! Wie viele verfickte Schiffe sind das, ey? Verarscht ihr mich jetzt gerade langsam ein bisschen? Ey, die Reichweite ist doch kacke! Ey, ohne Witze, da ist die Seeschlacht echt scheiße, wirklich, Leute. Das kann. Sorry, dass ich. Sorry, dass ich das jetzt gerade sagen muss. Die Kugeln sind viel zu langsam, bis die scheiß Dreckskugeln hier nachladen. Die Dreckskugeln sind zu langsam. Die Dreckskugeln sind zu langsam beim Nachladen. Du musst bei den Pennern nah dran sein. Und alles. Normale Fahrt! Leichte Schlagzahl! Das tut weh! Achtung! Schlag zurück, Senno! Ah! Verdammt! Alter! Was ist denn los? Meine Fresse! Ja, toll, was die. Schön, was die für eine Reichweite haben. Und wie willst du sowas schaffen mit so einer scheiß verfickten Reichweite, was die haben? Kugeln sind so langsam und die haben eine scheiß Reichweite. Und ich habe dann so eine behinderte Reichweite für so eine Scheiße hier, klar. Schön. Schön, dass ich so eine bekloppte Reichweite für sowas. Schön, dass ich da eine scheiß Reichweite für sowas habe. Echt. Schön, was das für eine Reichweite hat hier. Ja, guck mal, schöne Reichweite hat es, toll. Hey Leute, ihr verarscht mich doch gerade. Ihr verarscht mich doch gerade langsam. Ey, fickt euch doch ins Knie jetzt. Ey, wirklich. Da habt ihr euch echt einen Scheiß ausgedacht mit der Seeschlacht. Wirklich. Bitte, bist ey, ohne. Ey. Gebt den Befehl, wenn wir nah genug sind.
Ja, ey, was ist das für eine, was ist das für eine scheiß Reichweite bei uns? Was haben wir denn für eine verfickte Reichweite? Ruder schneller! Ey! Leute, wirklich, ey, sorry für die Fails gerade, aber das ist nicht meine Schuld. Ihr habt selber gesehen, was das. Ihr habt gerade selber gemerkt, was für eine verkackte Reichweite. Was für eine verkackte Reichweite die haben. Ah, ran kann ich die Idioten auch. Schön, dass ich das mal auch mal gesagt kriege, dass man die Idioten. Schön, dass ich das auch mal gesagt kriege, dass ich die Idioten rammen kann. Schön, dass ich das auch mal gesagt kriege, dass ich die Penner. Schön, dass ich das. Schön, dass ich das auch mal gesagt kriege, dass ich die Idioten rammen kann, ey. Schön, dass ich das auch mal gesagt kriege, dass ich die Idioten rammen kann, Alter. Erhöht die Schlagzahl! Schneller, mehr schneller! Erhöht das Tempo! Zugleich! Wir stehen unter schwerem Beschuss! Wir müssen was tun! Zeit es diesen Pestbeulen! Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe! Klar. Leute, schön, dass ich das auch mal gesagt kriege, dass ich das Teil. Schön, dass ich da auch mal was gesagt kriege, dass man die Idioten auch rammen kann, Alter. Und schön, dass man auch nach vorn schießen kann. Schön, dass ich sowas auch mal gesagt krieg endlich. Alter. Echt. Schön, dass ich auch mal was gesagt kriege hierfür. Diesen römischen Feldherrn. Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen. Keine Sorge, Aja. Ich benehme mich auch. Ja, ist okay. Ja, aber schön. Danke. Danke, Spiel. Danke, Leute, dass sie mir das auch mal sagt, dass ich die Typen auch rammen kann. Bürgerkrieg in Ägypten. Eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Ja, herzlichen Dank, dass ich da auch mal was Danke spiele, dass du mir jetzt auch sagst, dass ich da die Leute auch rammen kann und dass ich die auch von vorn abknallen kann. Herzlichen Dank. Hey.
Oh, es geht mit Bike weiter, cool. Na also. So, 19 haben wir schon mal, perfekt. Warte, das muss ich jetzt gerade gucken. Das Ziel, wie heißt das Ziel? Nee. Hä? T.A. Och, Mann. Ja, jetzt entscheide ich doch mal, verdammt. Und fuck mich nicht ab jetzt. Was? Okay. Okay. So. Ja, die anderen kann ich noch nicht machen, da mit den anderen da. Mit den anderen da überall. Da warte ich jetzt noch eine Weile, bis ich damit weitermache. Ich mache jetzt mit was ganz anderem weiter hier. Wow. Hätte ich jetzt gedacht, kann man jetzt hier weitermachen. So, wir machen noch einen Zwischenrein halten, machen ein bisschen was so. So. Jetzt haben wir nächstes noch vor, so ein Mörder befreit, ey. Jetzt können wir mit dem Biker. Hä? Willkommen! Willkommen in Metropolis! Letzter Traum des Verstorbenen. Ja, ja, den Verstorbenen, bla 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 bla, laufen jetzt nicht. Laber mal ein bisschen mit mir. Willkommen! Willkommen in Letopolis. Hi. Ich vergesse nie ein Gesicht, aber deins habe ich noch nicht gesehen. Du hast es! Dein neues Heim! Ein Wunder menschlicher Arbeitskraft. Das große Werk beginnt. Nein, das ist nicht wahr. Du weißt es nur noch nicht. Wir geben jedem Neuankömmling ein Haus. Grab es aus und hilf bei den Bauarbeiten. Ein neuer Anfang. Ich bin nicht hier, um im Sand zu leben. Sprich mit einem unserer neuen Einwohner, Vinny. Er weiß, wie befreiend es ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich kann sie nicht abstreifen wie eine Schlange ihre Haut. Klar. Komm, Ned. Bist du bereit zu arbeiten, um dich zu befreien? Quest. So, hier. Hinterhalt der See, was ist das schon wieder? Oh. Kann man mal machen, aber das ist das, was man machen kann, aber lassen wir mal erstmal. Warte mal, was steht da noch dran alles? Ach komm. Warte mal. Steht da ein Ding dabei? Hui, 28 Sekunden nicht machen, das ist. Nee, machen wir auch nicht. Machen das hier oben erstmal. Mhm. Willkommen, Freund. Hi. Ein neues Leben erwartet dich in Metropolis. Schön für dich, mein Freund. Hey, mit dir wollte ich auch reden. Bei den Göttern, was soll ich denn nur tun? Reden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinem Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Ja. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll. Es gibt... Okay, das haben wir jetzt hier. Dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part.